gerade, es kommt noch ein Haul, wer hätte es gedacht. Aber ich will die Sachen endlich loswerden. Bei mir stehen überall nur Tüten rum, weil ich die Sachen euch unbedingt in einem Video zeigen will und ich komme aber nicht zum Video drehen. Drama, Drama. Also, fangen wir mal an. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gekauft. Ich glaube, das letzte Haul-Video ist zwar nicht so lang her, wenn ich mich nicht irre, aber es waren halt so Kleinigkeiten, die man sich halt immer hin und wieder gönnt. Ja, fangen wir mal an, oder? Wenn ich es hinkriege. Ich musste mir eine Zahncreme kaufen, weil mein Zahnfleisch so blutet. Ich weiß, klingt voll widerlich, aber ich habe sie halt hier, um sie euch zu zeigen. Im Aufgebot hätte ich sowieso erwähnt, also ist wurscht. In letzter Zeit, ich habe, glaube ich, zu stark putzt. Ich weiß es nicht, aber ich habe so Zahnfleisch blutet, das ist nicht mehr lustig. Deswegen habe ich mir die gekauft. Dann habe ich einen Mascara-Einkauf getätigt. Wie habe ich denn das jetzt gesagt? Auf Miss Lean war ja, ist ja noch, minus 50%. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen gekauft, auch Nagellacke leider. Ja. Ich habe mir aber die Black Joker Mascara gekauft, weil ich die unbedingt probieren wollte. Zwei Nagellacke, einmal den 215, weil ich den so schön finde. Der ist etwas dunkler. Und einmal den 43er. Hier. Das so reingeben, weil sonst ist kaputt. Noch eine Mascara von Miss Lean, die Lolita Lashes, habe ich mir auch gekauft, weil die mochte ich eigentlich sehr gern. Ich hatte die schon mal und deswegen, ich wollte die unbedingt wieder benutzen. Ich meine, die gibt es ja dann sowieso nicht mehr, aber ich wollte sie wieder verwenden. Mascaras gab es auch von Maybelline reduziert. Und weil mich das von der Schulung so interessiert hat, habe ich mir welche gekauft. Ich habe mir einmal die Total Temptation gekauft in Normal, dann in Wasserfest, dann diese The Falsies Lash Lift, da hat es einen Kratzer drin, finde ich sehr gut, so sieht die aus, in ganz dunkel, Black, Ultra Black. Dann habe ich mir die Snapchat gekauft. Nein, Snapscara. Ich nenne sie immer Snapchat. Ich bin so deppert. Die Snapscara gekauft. Ich bin voll daneben. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich muss heute noch Auto fahren auch. Toll. Ja. Ja. Die habe ich mir auch gekauft. Oh, man merkt, ich schlafe zu wenig. Ich bin nämlich heute auch extra früh aufgestanden, damit ich noch Videos drehen kann, damit ich rechtzeitig zur Fahrstunde komme. Eine Katastrophe, ich sag's euch. Oh, so. Ich habe mir noch zwei Produkte von Lancôme gekauft. Ich habe keinen Augenbrauenstift mehr. Ich habe jetzt nur noch den von Lancôme, der was so klein schon ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche noch unbedingt einen. Und ich habe ja den Brow Define Pencil von Lancôme so gern benutzt. Und mit dem bin ich echt lange ausgekommen. Der sieht so aus. Ich mag den. Ich mag den wirklich. Und deswegen habe ich mir ihn auch nachgekauft. Er war jetzt nicht günstig. Ich habe jetzt leider die Rechnung nicht. Aber über 20 Euro auf jeden Fall. Aber ich wollte den unbedingt haben. Was ich gut finde, was ich gar nicht mitbekommen habe. Ich kann den gar nicht öffnen. Sehe gerade, weil der noch zugeklebt ist. Vielleicht schaffe ich es, dass ich es noch aufmache. Es gibt ja auf diese Lip... Wie heißen die? Le Absolute Lacquer, glaube ich, spricht man die aus. Ich kann es nicht mal aussprechen. Heute bin ich echt daneben. Das wieder witzig beim Fahren hat. So. Diese Lip Lacquer, oder wie man die ausspricht, von Lancôme. Der ist so dunkel, jetzt sehe ich das erst. Aber ich wollte den unbedingt haben. Das ist so ein ganz dunkles Lila. In der Kamera kommt er gar nicht rüber. In der Kamera kommt er schwarz rüber. Aber das ist so ein ganz, ganz dunkles Lila. Ich wollte den unbedingt haben. Durch meine angeschwollene Lippe mit Fieberblasen und schieß mich tot, kann ich ihn natürlich nicht tragen. War ja klar, oder? Ich habe mir von Zadig und Voltaire einen Duft gekauft. Ich weiß, eigentlich hätte ich mir keinen Duft kaufen dürfen, weil ich ja eigentlich so eine Aufbrauch-Challenge angefangen habe. Ich habe auch mit dieser Aufbrauch-Düfte-Challenge schon angefangen, habe auch drei schon leer gemacht, will aber ein Video drüber machen, weil ich die ganze Zeit keine Zeit dazu hatte, weil ich glaube, das Video braucht ziemlich viel Aufmerksamkeit und da muss ich viel Arbeit investieren und ich glaube, das kann ich erst, wenn ich im Urlaub bin. Wenn ich arbeiten bin, schaffe ich es einfach nicht. Ich habe jetzt währenddessen die Fahrstunden und bin auch ganz ehrlich öfter draußen als bei der Hitze vor der Kamera. Jetzt sterbe ich auch schon. Ich bin froh, dass ich so dezent wenig Kleidung anhabe, weil ich würde sterben. Ich schwör's euch. Es ist echt abartig, wie heiß es in meiner Wohnung ist und ich kann meine Wohnung nicht mehr leiden. Mir reicht schon langsam wirklich. Und deswegen bin ich meistens halt nur unterwegs. Was böse ist für den Führerschein, aber ich hoffe, ich schaffe das noch. Wird schon.
alles wird. Ich mache mir da so sehr einen Druck, aber vielleicht mache ich mal wieder ein Laber-Video, weil das habe ich schon länger nicht gemacht. Könnte ich mal wieder machen. Werde ich dann wahrscheinlich im Urlaub machen. Das werde ich dann wahrscheinlich im Urlaub machen, wenn ihr Lust drauf habt. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, weil irgendwie in letzter Zeit... Ja. Aber wie gesagt, ich will unbedingt ein Video drüber machen von meinen Düften, die ich leer machen will. Ich habe nämlich wirklich extrem viele und viele wünschen sich eine Duftsammlung. Aber eine richtige Duftsammlung wird es von mir nicht geben. Es kommt halt dann nur so eine Art... Ich zeige euch dann... Es ist nicht meine ganze Sammlung. Da werden wahrscheinlich viele denken, dass es meine Sammlung ist, aber nein... Ich werde euch 40 zeigen, die ich aufbrauchen will, um mir dann einen mitzuleisten. Erst hatte ich Tom Ford im Kopf, aber ich bin nicht mehr so sicher, ob ich mir den Tom Ford wirklich kaufen will. Ich bin noch am Überlegen, welchen. Vielleicht kaufe ich mir auch gar keinen und mache nur mal die 40 leer und schaue, dass ich dann die nächsten 40 leer mache, aber ich weiß es noch nicht. Ich kann es euch noch nicht sagen. Erst wollte ich nämlich den Tom Ford Lost Cherry haben, aber ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich erzähle euch das dann im Video genauer. So. Deswegen kam dieser Duft hier noch dazu, in die Sammlung. Böse, ich weiß, aber ich finde den so gut. Ich hätte mir nie gedacht, dass mir der gefällt, weil komischerweise haben den immer zwei Arbeitskolleginnen gesprüht und da wollte ich den nie benutzen, weil mich jedes Mal, ihr kennt mich jetzt schon mittlerweile, glaube ich, was Düfte angeht, wenn den jeder sprüht oder den hat jeder, dann interessiert mich das nicht, dann kann ich das nicht mit mir identifizieren, versteht ihr, was ich meine? Und wenn, so wie mit dem Valentino oder... Irgendeiner ist das noch Roberto Cavalli Paradiso, die eine Kollegin von mir hat ihn gesprüht. Sie kann ja nichts dafür, um Gottes Willen. Aber jedes Mal, wenn ich den dann an den anderen rieche und da gefällt man den anderen besser als an mir, dann ist er für mich durch, der Duft. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist echt komisch, oder? Aber bei dem habe ich mir gedacht, boah, der riecht echt gut an mir. Egal wie viele den haben oder wie viele ihn mögen von den Kolleginnen, ich werde ihn mir kaufen. Und das habe ich auch gemacht. Und eine andere Kollegin, lustigerweise, die neu bei uns angefangen hat, hat sich auch in den Duft verliebt, hat sich auch das Set gekauft. Tja, dann fixe ich gleich wieder jemanden an. Finde ich ja super, oder? Finde ich ganz super. Ja. Beim DM war ich auch... Ich habe das gemischt. Ich war beim DM, beim Müller einkaufen. Ja, ich glaube, es ist bunt gemischt, ja. Beim DM zum Beispiel habe ich mir einen Badezusatz gekauft. Der Erhol-Dich-Badezusatz von Balea. Habe ich schon gekauft, aber ich habe es noch nicht benutzt. Den neuen Badepuder-Badezusatz habe ich mir auch gekauft. Deine Auszeit heißt der. So sieht er aus. Eine Tuchmaske von Garnier, weil die war um 95 Cent, glaube ich, reduziert. Das ist die Hydra Bomb, die Tuchmaske nachts. Ich kaufe mir immer so viel und mache sie nicht. Ich könnte mir echt in den Arsch treten. Ich habe da echt übertrieben, sehe ich gerade mit den Einkäufen, aber okay. Dann habe ich die zwei Badezusätze mir noch gekauft, weil ich die ja so gern benutze. Das sind die von Balea, diese Badeperlen. Ich hoffe, dass die nie aus dem Sortiment gehen, weil die mag ich echt gern. Irgendwas muss ich mit meinen Haaren machen. Ich glaube, im Urlaub werde ich auch zum Friseur stolzieren, weil das ist ein Horror. Ja. Dann habe ich noch einmal das Badepuder und nochmal das Badesalz von Balea. Von Müller habe ich auch extrem viel mir gekauft. Die Mundspülung war wieder in Aktion. Ich habe jetzt doch gewechselt zu der Terra Naturi Mundspülung. Nicht nur, weil sie zu meinem Outfit passt. Nein, ich mag sie einfach. Ich finde die einfach besser. Man kommt doch sehr lange mit der aus, finde ich. Obwohl da jetzt nicht wirklich mehr drin ist als in der anderen von Müller. Da sind jetzt 500 ml drin, aber ich finde die super. Ich finde die wirklich super. Ich habe die, glaube ich, sogar noch öfter. Genau, da ist sie noch einmal. Weil ich habe mir ein paar gleich gekauft, weil die ja in Aktion war. Minus 25%, glaube ich. Eine neue Zahncreme habe ich mir auch gekauft. Ich habe sie aber noch nicht benutzt. Das ist diese Colgate Elixir Gum Booster. Ja, sieht so aus. Ich fand die Verpackung so mega geil, deswegen musste ich sie mitnehmen. Ich habe sie aber noch nicht benutzt, weil ich habe noch ganz viele offen. Ich glaube auch, dass meine Zähne und mein Zahnfleisch so beleidigt sind, weil ich dauernd diese Pearl Weiß, glaube ich, heißt die, was ich so gerne verwende mit Ingwer und so. Ich glaube, die habe ich zu oft verwendet. Es steht zwar, dass man die für den täglichen Gebrauch nehmen kann, aber ich glaube, das ist nicht wahr. Weil sonst würden meine Zähne gerade nicht so leiden. Ja, aber ich habe mir die auch gekauft. Badebomben habe ich mir auch gekauft in Katzenkopfform. Ich will da auch irgendwie eine meiner Cousinen schenken, weil die mag in letzter Zeit so Badebomben und Badezusätze so gern. Ich finde die Katzenköpfe so süß. Da gibt es eine rosa, eine grüne und eine gelbe. Und ich fand die sowas von süß. Eigentlich wollte ich es verschenken, aber ich habe es dann für mich selber behalten. Typisch, oder? Richtig typisch.
Seifen habe ich mir auch wieder gekauft, wo ich mich ein bisschen zurückhalten muss, wenn ich ehrlich sein soll. Da muss ich mich echt jetzt zurücknehmen in letzter Zeit. Ich habe mir aber die Handseife KM Coco von Balea gekauft, weil ich in letzter Zeit nicht mehr so viele Balea-Seifen gekauft habe. Und dann habe ich mir aber nochmal die von Terra Naturi gekauft und ich glaube, die habe ich ja vor kurzem aufgebraucht. Ich glaube, die habe ich aufgebraucht, die habe ich euch in dem Video gezeigt. Bei der bin ich mir noch immer nicht sicher, wie ich sie finden soll. Aber wir werden sehen. Zahncreme habe ich mir auch gekauft von Terra Naturi, weil ich die eigentlich am liebsten mag. Auch wieder zu meinem Outfit passend, Wahnsinn. Die liebe ich. Die liebe ich. Ich habe auch gerade wieder aktuell eine in Verwendung. Die werde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich habe sie mir auch halt in der Prozentaktion gekauft. Ich weiß, ich bin ein bisschen geizig, aber wo man sparen kann, kann man sparen. Oder man versucht es zumindest. Das habe ich schon überall gesucht. Das ist mein Trockenshampoo, was ich mir jetzt neu gekauft habe. Dieses von Garnier. Schaut nur so aus, als wäre da so wenig drinnen. Das muss man ja schütteln. Viele haben mir jetzt geschrieben, dass ich Haarausfall haben könnte wegen Batiste. Und ich mache jetzt die, die ich habe, noch leer, verständlicherweise, weil jetzt habe ich es jahrelang verwendet. Das ist auch schon wurscht, wenn ich die zwei noch benutze. Aber dann werde ich das hier mal ausprobieren. Das ist von Garnier, das Watermelon. Ich bin echt gespannt. Eine Freundin von mir benutzt das auch. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das Wassermelone verwendet, aber sie benutzt nur noch die Reihe. Und sie ist zufrieden damit. Mal gucken, wie ich es finde. Badebomben habe ich mir auch gekauft und überall sind meine Haare verteilt. Ich sage, ich habe Haarausfall bis zum Umfallen. Ich habe mir zwei Badebomben gekauft, weil ich glaube, die waren reduziert. Und ich glaube, ich habe auch für Ostern für die Kinder auch Badebomben gekauft. Deswegen habe ich mir die dann auch mitgenommen. Das ist von Body and Soul die Seelenzauber-Badebombe. Tja. War auch, glaube ich, reduziert. Ja? Also, was soll ich euch sagen? Ich habe da irgendwo noch die andere Schachtel von der In-Dusch-Lotion von... Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe schon gehabt, das wird 12. Jetzt habe ich mich extrem erschrocken. Ich habe von der noch die In-Dusch-Body-Lotion von Clarence, von den After Sun. Ich muss gestehen, die Sachen waren nicht so günstig. Ich habe jetzt da, glaube ich, nicht die Rechnung. Ich glaube, das Ding kostet 30 und die In-Dusch-Lotion irgendwas über 20, wenn ich mich nicht irre. Aber mir hilft das. Also ich hatte einen extremen Sonnenbrand. Ich habe jetzt auch wieder einen und ich verwende das immer zwischendurch und ich liebe das. Ich liebe das. Zwischendurch verwende ich noch meinen Tan Maximizer von Lancaster. Aber das von Clarins ist eine After Sun Maske quasi. Für Gesicht, Körper, das kann man für alles verwenden. Fast alles. Und ich liebe dieses Teil. Erstens mal riecht es extrem gut. Zweitens ist da nicht so viel drin. Es sind 200 Milliliter, aber es ist eine kleine Verpackung, was ich mega geil finde. Weil die manchen After Sun kriegt man sowieso nicht leer. Und das kann man, finde ich, sogar als Bodylotion noch danach verwenden. Weil es auch relativ kühlend ist im Sommer. Also ich bin verliebt in das. Und ich kann das wirklich empfehlen, wenn jemand einen extremen Sonnenbrand hat. Ich hatte da an der Brust an der Seite, wegen meinem Sportbär, hat es mich da voll erwischt, weil ich mich da nicht eingeschmiert habe. Extrem erwischt und ich war nur rot und ich habe mich damit eingecremt und ich wurde braun. Ihr kennt's mich, ich bin nur blass, egal welches Wetter wir haben oder welche Jahreszeit, ich bin immer blass. Aber durch das, dass ich das verwendet habe, wurde die rote Stelle braun. Das war bei mir bis jetzt noch nie der Fall. Wirklich noch nie. Und das hat mich überzeugt, deswegen habe ich es gekauft. Ich habe exakt auf der Hand nur den Tester verwendet die ganze Zeit, weil ich es halt probieren wollte. Aber ich finde, ich meine, in der Kamera schaue ich trotzdem hell aus, aber in echt, finde ich, habe ich schon ein bisschen Farbe abbekommen, ein bisschen. Dank diesem Teil hier. Obwohl ich immer dachte, dass Lancaster so gut ist, was das betrifft, aber das ist, glaube ich, nur gut, wenn du die Bräune hast und sie halten willst. Das verwandelt die roten Stellen in braune Stellen, was ich sehr gut finde, weil bei mir war das bis jetzt noch nie der Fall. Irgendwie klinge ich ein bisschen verwirrt, aber das heißt ja eh schon rot, oder? Eine Ampulle habe ich mir auch gekauft, beim DM war das aber, weil ich die überall gesehen habe und nie irgendwo kaufen konnte. Das ist von Biotin die Hanf-Booster-Ampulle. Habe ich mit grün, oder? Wahnsinn. Die habe ich mir auch gekauft. Ein Shampoo habe ich mir auch gekauft. Verbessert den Haarwachstum. Ich habe es noch nicht benutzt, wie ihr sehen könnt, weil ich habe das schon eine Weile bei mir in dem Sackerl gehabt jetzt. Lange Haare steht da drauf. Ich werde jetzt bald anfangen. Ich habe jetzt ein Shampoo wieder leer gemacht. Endlich einmal. Also ich kriege keine Shampoos in letzter Zeit leer. Das ist echt arg. Aber das interessiert mich sehr, wie das ist. Ich habe nämlich eins leer gemacht und zwar das Terra Naturi und das habe ich mir auch wieder nachgekauft, weil ich finde das wirklich gut. Ich habe es mir heute auch wieder, ich meine, heute sind ein bisschen meine Haare komisch. Ich glaube, ich habe es so oft verwendet. Ich habe jetzt eh ein anderes jetzt in Verwendung. Gestern waren es noch schön, also vorgestern waren es noch schön, wie ich es mit dem gewaschen habe. Heute irgendwie nicht so. Aber ich mag das.
Ich muss mein Handy auf lauter stellen, dass durch diesen Scheiß Puls 24 kriege ich dauernd irgendwelche Nachrichten, die eh kein Schwein interessieren. So. Shampoo, was wieder farblich perfekt zu mir passt. Irgendwie habe ich das alles drauf abgestimmt. Das ist das Terra Naturi Volumen Shampoo mit Grapefruit und Minze. Ich lieb's. Also ich finde es echt gut. Aber ich darf es halt nicht so oft hintereinander verwenden, weil dann schauen meine Haare so wie heute aus. Also wenn ich es zu oft hintereinander benutze, dann schauen die Haare nicht mehr so schön aus. Dann muss ich dazwischen ein anderes verwenden, dann geht's wieder. Deswegen habe ich mir das Nachkauf gleich zweimal. Eins habe ich schon in meiner Sporttasche. Aber ich gehe nicht so gern im Fitnessstudio duschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so mein Ding. Ne. Ein Nagellack habe ich mir gekauft. Ich weiß, urböse. 4 in einem Monat. Ich glaube, da muss irgendwo noch einer sein, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe mir einen blauen Nagellack gekauft. Der schaut fast so aus wie der Make Some Noise von Essie, den ich auch da zufälligerweise habe. Er schaut exakt gleich aus, finde ich. In der Kamera merkt man es noch mehr. Das ist der alte Make Some Noise und das ist der Juicy Details, der neue, aus dieser Sommerkollektion von Essie. Ich habe mich in den verliebt, ich musste mir den einfach kaufen. Ich weiß, ich bin eh böse, weil ich den ja eh noch habe, aber ich werde den alten versuchen aufzubrauchen, was ja eigentlich nicht so einfach ist. Aber ich werde es versuchen und dann habe ich einen Ersatz. Ja, den habe ich auch überall gesucht, weil meiner wird bald leer. Ich benutze ja diesen Liquid Shadow Waterproof von Catrice, für meine Lidschatten, als Lidschattenbase. Ich nehme zuerst den MAC Paintily Paint Pot und dann gehe ich mit dem noch drüber und fixiere beides mit Puder. Und bei mir hält das bis jetzt am allerbesten am Auge. Sonst alles hält nicht. Es hält fast gar nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. Fast gar nichts mehr. Dazu komme ich gleich. Ich habe es nämlich gerade gesehen und hätte jetzt fast vergessen, euch das zu zeigen. Ja. Ich lieb's. Ich habe es mir nachgekauft. Meins ist bald leer. Und es ist schon echt an der Grenze. Ich habe schon den Stopper rauskratzt und hab halt jetzt, kratze ich da in dem Produkt immer dumm und irgendwann wird es jetzt demnächst, glaube ich, komplett leer werden. Ja, ich war böse und habe mir Pinsel gekauft, weil aber die Stiele so schön davon waren. Schaut euch mal das an. So sehen die Stiele aus. Ich hoffe, das kann man ein bisschen in der Kamera erkennen. Da sind so Blüten drinnen. Einmal habe ich mir so einen ganz, ganz dünnen, präzisen Pinsel gekauft, weil ich brauche den, um im Augenwinkel was aufzutragen. Ich kann heute nicht reden. Einen Puderpinsel oder Bronzerpinsel, je nachdem, wie man ihn verwenden will. So sieht er aus. Also ich finde die so schön. Ich ärgere mich nur, dass ich es in einer anderen Filiale gekauft habe, nicht bei mir. Weil wir hatten den Aufsteller dann leider auch und ich habe das zu spät gesehen, leider. Dann habe ich mir noch den hier gekauft für Rouge oder so. Und einen Blender und den finde ich am geilsten, weil der hat so richtig schöne Blumen drinnen. So schön, so schön. Ich war sehr, sehr böse. Ich habe mir zwei Eyeliner von Belle gekauft. Die sehen so aus. Einmal ist es so ein gelb-grün. Ich finde, das ist so ein... viele sagen gelb, andere sagen grün. Für mich ist es grün. Welche Farbe ist es für euch? Und einmal ein pink. Und ich hatte die schon oben. Ich glaube, in einem Live-Video auf Instagram habe ich auch mich mal mit einem geschminkt von den beiden. Ich nehme das nicht als Eyeliner, weil als Eyeliner sieht es bei mir schrecklich aus. Aber als Lidschatten-Base finde ich es mega, wenn man da auch noch mit so einem knalligen Lidschatten drüber geht. Finde ich Bombe. Leider gibt es die nicht mehr. Schade. Wirklich schade. Ich habe Schluckaufschuhe, das nervt mich auch. Ah, da ist diese Induschlotion von Clarins, diese After Sun. Die ist leer, weil ich habe das ja aktuell schon im Badezimmer stehen. Da fand ich das perfekt, dass ich euch die Schachteln zeigen kann davon. Ja. Die Konsistenz ist ein bisschen komisch. Ich sehe auch gerade, dass man das auch fürs Haar benutzen kann. Das habe ich gar nicht gewusst. Werde ich mal probieren. Das werde ich mal probieren. Aber erst im Urlaub. ja, ich finde das super, weil es ist auch ein bisschen dickflüssiger von der Konsistenz. Aber ich mag es extrem gerne, weil es riecht auch mega geil. Und es fühlt sich die Haut einfach danach weich an und es brennt auch dann nicht mehr so. Also zwei Tage, wenn ich das mit der SOS-Maske verwende, ist der Sonnenbrand in zwei Tagen weg. Also Bombe. Einen Beauty-Blender habe ich mir gekauft, so ein Make-up-Eye von Elf. Bei uns gibt es Elf beim Biber. Viele von euch Deutschen werden das nicht kennen, weil Biber gibt es in Deutschland ja nicht. Das ist einfach nur so eine kleine Drogerie, so ähnlich wie DM. Da gab es Elf und ich habe mir den Make-up-Blender gekauft, weil ich unbedingt die Form... Ich fand die Form so genial. Ich weiß auch noch nicht, ob ich wirklich was damit anfangen kann. Was war das jetzt? Ich kriege noch die Krise hier.
Ich bin gespannt, ob ich mit der Form was anfangen kann, aber das werden wir dann sehen. Ich habe mir leider die Augenpads nochmal nachgekauft. Ich habe nämlich die, glaube ich, von Balea nicht mehr. Diese Q10 Antifalten Augenpads habe ich mir nochmal gekauft. Ich weiß, böse. Aber ich wollte die nochmal haben. Und ich muss ernsthaft meinen A bewegen und mehr Masken und so verwenden. Was ich an Masken habe. Ich habe mir dann noch die Ampullen gekauft. Die Coffee... Nein, warte. Wake Up Koffein heißen die, genau. Enjoy Your Day. Die habe ich mir noch gekauft. Ich habe, glaube ich, dann noch sogar ein paar rumfliegen extra, wenn ich nicht hier. Muss ich schauen. Muss ich schauen. Meine Reinigungstücher habe ich mir gekauft. Es gibt ja jetzt aktuell diese Müller-App. Und da gab es dann Prozente drauf, wenn man die Reinigungsprodukte kauft. Eine Packung habe ich jetzt schon in Benutzung, weil ich habe die andere leer gemacht und zwei habe ich als Backup. Ja. Ah, drei habe ich als Backup, sorry. Aber ich habe die gebraucht, finde die gar nicht schlecht. Ja, ein Badezusatz habe ich mir auch gekauft von Balea, ich bin böse. Das Cremebad Hibiskus Wassermelone. Ich fand das so geil vom Duft her. Das ist so geil vom Duft her. Ich weiß, ich werde damit ewig auskommen. Weil ich benutze jetzt schon zwischendurch auch Duschgel als Badezusatz. Weil ich einfach so viel habe und ein paar Sachen leer will, machen will. Aber ich fand das so gut, ich wollte es unbedingt haben, weil das so perfekt für den Sommer passt. Da habe ich noch so eine Wake-Up-Koffeinampulle. Ich habe mir sehr viele gekauft, weil die waren reduziert um 30 Cent oder so. Glaube ich. Oder noch günstiger. Da ist nämlich noch eine, da auch. Ich war böse in dem Monat, echt böse. Bei einem anderen größeren Müller habe ich mir ein neues Mauspad gekauft. Ich werde damit aber noch warten, bis ich mir das daherlege, bis ich mal meinen Schminktisch sauber gemacht habe, weil der schaut aus wie Sau. Das ist von Dragon Ball, wenn ich mich nicht irre. Das Zeichen. Ich glaube schon. Ja, Dragon Ball Z sogar. Ich liebe die Serie. Ich habe die Serie damals echt geliebt. Ja, oh, da ist der grüne Nagellack, den ich mir noch gekauft habe. Muss ich kurz schütteln. Passt wieder farblich perfekt zu mir. Ich liebe diese Farbe. Den fand ich so schön, den musste ich einfach mitnehmen. Ich fand den so mega schön. Ich musste den einfach haben. Ich weiß, ich bin eh böse, weil ich mir da neue Nagellack gekauft habe. Aber das sind so zwei Farben, die was... In letzter Zeit bin ich so noch mehr auf den grünen Tipp als Trip als letztes Jahr. Und auf dem dunkelblauen Tipp oder hellblau. Also blau und grün sind meine zwei... Letztes Jahr war es rot oder ich glaube vor zwei Jahren war es rot und jetzt ist irgendwie so knallige Grünfarben, blau, also ist echt org, wirklich org. Ich habe noch ein Shampoo, ein Family Volumen Shampoo von Sante. Wir hatten ja eine Sante-Schulung und ich wollte unbedingt die Sachen ausprobieren, deswegen habe ich mir mal das Volumen Shampoo gekauft. Mal schauen, wie ich es finde. Ich habe mir noch diese Schnelltrockner-Sprays von Essence gekauft, einen habe ich mir auch noch, also ich glaube es waren drei oder vier. Einen habe ich jetzt schon in Benutzung wieder, weil der andere leer gegangen ist. Ich komme jetzt nicht zum Nägellackieren, weil ich jetzt solche Steinchen drauf habe, aber ich freue mich schon, wenn ich wieder zum Nägellackieren komme. Nächstes Mal werde ich mal nur French machen, weil ich finde French gar nicht so schlecht. Ich finde das schön. Nächstes Mal mache ich mir nur French und dann kann ich es wieder lackieren. Ich freue mich nämlich schon drauf. Mal schauen, wann ich es lackieren kann, aber ja, da habe ich noch mehr Ampullen. Also jetzt langsam reicht es, würde ich sagen. Und noch mehr Badezusätze. Ich werde wohl vergessen haben, dass ich mir die schon gekauft habe. Ich habe... Oh, okay. Das ist eine Ausnahme. Aber das wird leider aufgelassen. Das gibt es dann nicht mehr. Das war dieses sprudelndes Badepuder Blossy Obsession, Bloomy Obsession, irgend sowas. Da habe ich eine Ausrede, aber das gibt es nicht mehr. Nochmal zweimal den Badezusatz von Balea. Den, was ich also gern benutze mit den Kügelchen. Dann noch mehr Badezusätze. Oh mein Gott. Noch eine Ampulle. Katastrophe. Dann habe ich einen Weihnachtsbadezusatz mir noch gekauft, weil den gab es reduziert bei einem DM, wo ich mit der besten Freundin von mir war. Deine Kuschelzeit. Das werde ich natürlich erst im Winter verwenden, weil jetzt habe ich keinen Bock drauf. Noch zweimal die... Oh mein Gott. Noch zweimal die hier. Diese Badeperlen von Balea. Ich habe vergessen, dass ich mir die schon gekauft habe, glaube ich. Oder es war mir wurscht, weil ich eh so selten zum Dämmen komme. Das klingt eher nach mir, würde ich sagen. Weil ich habe auch nochmal das Erhol-Dich-Bad zweimal noch gekauft. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Beim Müller habe ich einen Pfeffer- und Salzstreuer von Sailor Moon gefunden und ich musste die unbedingt haben. Ich habe die jetzt noch nicht auspackt, weil ich will die unbedingt... Ich muss aber erst im Urlaub, muss ich so viel machen. Wirklich, ich muss meine Wohnung aufräumen, mal wirklich extrem aussortieren. Alles, was ich nicht brauche, wird wegkommen. Alles. Ja,
deswegen habe ich mir jetzt die neuen Zedermund Pfeffer und Salzstreuer gekauft. Ich habe mir eine Haarmaske gekauft und ich finde den Duft aber so geil von der Maske. Die riecht so nach Weihnachten. Die riecht so extrem geil nach Weihnachten und ich weiß noch nicht, wann ich es verwende, aber das ist von Garnier, die wahre Schätze, belebender Ingwer und Akazienhonig. Die riecht so geil nach Weihnachten, ich kann es nicht fassen, die riecht so göttlich. Und die war um 50% reduziert, war eh schon um 3,50 und dann noch um 50%. Ich wollte die unbedingt haben. Ich weiß, ich verwende keine Haarmasken mehr, aber da mache ich eine Ausnahme, wirklich. Und ich bin böse gewesen und habe mir ein Duschgel gekauft, sehe ich gerade, von Alverde. Ich mochte das Duschgel aber früher sehr, sehr gern. Die haben extrem die Verpackung verändert. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie die damals ausgeschaut hat, ehrlich gesagt. Ups. Boah, aber ich habe das Duschgel geliebt. Boah. Das ist so geil, das Duschgel. Ich habe das so gern benutzt. Ich frage mich, warum ich das mir nicht mehr nachgekauft habe. Ich weiß schon warum, weil ich so viel Scheiße habe. Wahrscheinlich deswegen. Aber es musste mit. Und ich finde die neue Verpackung voll schön. Ich habe ewig nicht mehr bei Alverde geschaut. Früher war ich nämlich ein kleiner Alverde-Junkie. Die Body Butter mit diesem Macadamia habe ich geliebt und die Duschgels auch. Also ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe, Alverde zu kaufen. Kann ich mir nicht erklären. Ich habe nur geguckt, ob es noch offen ist oder nicht. Ein paar Sachen haben wir noch, dann haben wir es geschafft, der ganze Korb ist voll. Ich bin so schockiert von mir selber, dass ich wieder so viel Kack gekauft habe. Ich habe dann noch Badezusätze. Noch einmal das deine Kuschelzeit. Weil es reduziert war. Einmal das, warum habe ich das nur einmal? Das Punch of Wishes von Trestle, Tracklemoon. Den habe ich früher so gern verwendet, ich kaufe den mir auch nicht mehr nach. Dann habe ich noch eins von Orinik, keine Ahnung, wie man es aussprechen will oder soll. Aloha Dream heißt der Badezusatz, so sieht er aus. Ja, habe ich mir gegönnt. Noch ein Elf Beauty Blender, ich hoffe, die können was. Ich hoffe, die können wirklich was. Kann man nur hoffen. Dann habe ich mir zweimal das Deo gekauft, das war nämlich in Aktion. Also habe ich es mir mitgenommen. Eines, also ich glaube, meines wird jetzt bald leer. Ja, zweimal habe ich es, einmal habe ich es noch in der Sporttasche. Habe es aber auch noch nicht verwendet. Dann ist ja mein heißgeliebtes Duschpeeling neu rausgekommen, das Melone. Wer kennt das noch? Das gibt es jetzt wieder und ich bin so glücklich darüber, dass das wieder gibt. Ich habe nämlich jetzt ein letztes Backup hatte ich noch und ich habe es erst vor kurzem aufgebraucht und dann habe ich gesehen, dass das... Ich bin so happy. Also vor kurzem, ich habe es jetzt erst leer. Weil ich mir dachte, oh Gott, ich gehe mit dem sparsam um. Aber jetzt habe ich gesehen, dass das wieder gibt und konnte ich das alte mit gutem Gewissen leer machen und habe mir eins dabei nur nachgekauft. Aber ich werde mir das natürlich wieder bunkern, wenn ich ein bisschen mehr Platz in meinem Schrank habe, weil es ist ja wieder viel eingezogen, wie man sieht. Dann habe ich mir einen Concealer gekauft von I Love Revolution. Heartbreakers heißt der Concealer. Ich finde den so geil, der ist sehr, sehr hell. Ich meine, man merkt schon ein bisschen, dass ich braun war und bin, wenn der mir sogar zu hell ist. Da oben ist ein Herz. Ich finde die Sachen so, so schön von der Marke. Ich habe aber noch nichts bis jetzt probiert. Ich habe den Concealer auch noch nicht verwendet. Ich habe nämlich noch so viele Concealer offen und deswegen werde ich den dann erst verwenden, wenn es dann soweit ist. Aber ich wollte den unbedingt haben. Und Concealer kann man eh immer brauchen. Dann habe ich mir noch ein Shampoo gekauft und ich glaube, jetzt brauche ich ewig kein Shampoo mehr kaufen. Von Alverde wieder habe ich mir das Volumen Shampoo gekauft und ein Volumen Kickspray. Ich hoffe, dass das was bringt. Ich hoffe es wirklich. Weil der Spray riecht echt geil. Der Spray riecht echt gut. Aber ich muss jetzt mal ein paar andere Sachen noch aufbrauchen. Ich versuche mein Bestes zu geben mit Shampoos. Meine Haare sind halt so dünn und kurz. Kurz, ja. Oh ja, sind schon kürzer als andere Haare vielleicht. Aber was rede ich da für ein Scheiß? Ich habe halt nicht so lange Haare wie früher. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich... Weiß nicht, ich probiere halt mehr Shampoos aus, aber ich muss halt wirklich mehrere auch leer machen. Ich habe aber auch viel auch aussortiert und ich wollte halt eher mehr so in die Volumen-Shampoo-Richtung gehen, weil das ist ja auch wieder so ein Volumen-Shampoo. Wenn ihr gesehen habt, habe ich mir eigentlich nur noch sowas gekauft und das riecht so gut. Das riecht so extrem gut. Ich bin gespannt, wie ich es finde, weil ich mochte damals Alverde echt gern. Echt gern, wie immer. Ich mochte Alverde, wirklich. Am allerliebsten von allen Marken. Naturkosmetik habe ich eigentlich nur Alverde gekauft und ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe damit. Weil die Verpackung ist echt geil von den Sachen.
Ja, ich habe mir zweimal die Reinigungsmilch, die Micellenreinigungsmilch von Claraus gekauft, weil sie wird aufgelassen. Was soll ich dazu noch sagen? Ich bin mega angepisst, dass die mir meine Reinigungsmilch auflassen. Ihr wisst, ich wollte die ja eigentlich in Kombination dann mit dem Gesichtswasser verwenden. Ich glaube, dass die nicht so gut ankommen ist und dass sie deswegen aus dem Sortiment gegangen ist. Ich habe sofort alle beide gleich auf die Seite gelegt und habe es mal genommen. Ja, einen habe ich jetzt noch in Verwendung. Ich habe es gerade mal zweimal nachgekauft und schon wieder geht es aus dem Sortiment. Finde ich super, oder? Da kommt Freude auf. Kommt echt Freude auf. Ja, leider. Ich bin echt traurig, dass sie das aus dem Sortiment genommen haben, weil ich mag die echt gern und ich weiß nicht, welchen ich dann als Ersatz nehmen soll. Ich habe einfach keine Ahnung. Vielleicht gucke ich dann im Clarins Standard-Sortiment, ob ich irgendeine andere finde, aber es geht mir schon so auf die Nerven, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es geht mir wirklich auf die Nerven. Aber ja, meckern hilft nichts. Oh, ich habe meine Mascara verloren. Ich habe mir nämlich noch eine gekauft, weil ich ja nicht genug habe. Ich wollte die unbedingt probieren, weil jeder redet von der. Und die gab es in Mini-Form. Es gab so eine kleine Kollektion mit lauter Minis. Und da war auch die Mascara dabei, die Isle of Extreme. Und ich wollte die unbedingt haben. Erstens mal ist sie mega süß, weil sie so winzig ist. Und ich wollte die unbedingt probieren. So, jetzt war es aber wirklich. Oder? Ja, ich glaube schon. Reicht ja eh, wenn man bedenkt, dass ich vorher noch ein Fashion Haul getätigt habe und jetzt auch noch den Beauty Haul. Ich hoffe, euch hat es aber trotzdem gefallen. Ich habe ein bisschen übertrieben, ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber es hat sich so ein bisschen angesammelt. Nach der Zeit, wenn man öfter einkaufen geht und ein paar Sachen sieht und ein paar Sachen findet, will man die halt probieren und dann sammelt sich das halt an. Ist halt so. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!